Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, meine Bratte Hans, meine Bratina. Warum ich meine Begrüßung nicht andersrum mache und man mich nicht sieht, weil ich noch verpennt aussehe wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, und ich habe auch meine Haare nicht gut und ein Schall und ich liege noch im Bett. Es ist 6.33 Uhr und ja, ich war schon mal wach, da war es noch draußen dunkel. Wann war das? Gegen 5? Oder halb 5 oder so? Und jetzt bin ich schon wach seit 6 Uhr. Oder 6.30 Uhr oder irgendwie so. Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall vor 6 war ich nicht wach. Oder so, naja. Ich war kurz am Handy, hab mein Video veröffentlicht, hab dann gemerkt, ich wollte das doch mal als Premiere machen, aber das ging nicht, weil ich das schon veröffentlicht hatte, dann ging das nur noch Plan, dann und dann die Uhrzeit, hier ist aber eine Stunde weiter, das heißt nach Ortszeit wird das dann kommen und dann habe ich das dann irgendwann doch wieder öffentlich gemacht, naja gut, und ich weiß nicht, ob die Qualität scheiße ist. Ich konnte das nicht anders speichern, weil ja, Speicherplatz nicht so ausreichend. Aber ich hoffe, man kann das trotzdem gut angucken. Und hoffentlich ist das nicht zu ja, scheiße. Naja, gut. Eigentlich könnte ich sogar noch weiter pennen, weil ich habe den Wecker auf 7:30 gestellt. Damit ich halt duschen gehen kann, weil was soll ich um 8 Uhr aufstehen oder so, wenn wir halt nur in Frühstücken wohnen. Dann kann ich um 7:30 aufstehen, mich fertig machen und dann um 8 Uhr oder so bin ich fertig. Oh, ich hasse dieses Licht da, ne? Ich bin ja nochmal wieder hoch, wo ich im Bett war, wo ich Licht, wo ich Fernseher ausgemacht habe, was ausgemacht, weil ich dachte, dann geht das aus, weil da so ein Knopf ist, so ein Schalter, der ist für kein Licht anscheinend, weil das geht ja, wenn ich den drücke, geht ja nichts aus, weil alles andere ist ja schon aus. Und dann drücke ich, will den, und da sind so rote Punkte, da leuchtet was rot. Ich dachte, wenn ich das ausmache, dann geht das auch weg, weil das die ganze Zeit, wenn das an ist, irgendwann rot ist und wenn ich das ausmache, irgendwann nicht mehr aufglänzt oder was ich mir auch immer dabei gedacht habe. Und dann dachte ich, jetzt gibt's doch gar nicht. Ich kann dabei nicht pennen, aber ich bin dann doch eingeschlafen. Und ich habe sogar die Karte einmal rausgenommen, aber das Problem ist, dann hat man keine Klimaanlage an und dann ist halt der Strom weg und dann habe ich das doch wieder reingemacht und nicht, dass ich noch auf Klo muss oder so und da habe ich kein Licht. So, wir haben es jetzt 7.38 Uhr. Ich habe, Freitag? Achso, nee, ich dachte gerade was ganz anderes wegen dem Datum. Ja, auf jeden Fall habe ich noch WhatsApp-Nachrichten beantwortet. Dann habe ich, ja, was habe ich dann noch gemacht? Ja, die Gardine zugezogen. Mein anderes Handy vorher noch an eine Ladestation gesteckt, weil ich mal ein Ladegerät habe. Ein Stecker, ein Kabel. Ja, jetzt stehe ich hier gerade. Will man nicht wissen, weil ich gehe jetzt duschen. Ich muss das zuziehen, damit mich hier keiner sieht. So, ich bin geduscht, habe meine Nägel am Fuß, meine Fußnägel so, abgeschnitten. Ja. Mir ist der Duschvorhang, deswegen ist er so nach da abgefallen. Während ich da drinnen war, also ich habe halt aufgezogen und dann ist das abgegangen, aber ich habe das wieder befestigt.
Aber er ist nicht runtergefallen. Ich habe ja leider keinen Dingsbums hier, keinen Föhn. Scheiße. So. Ja. Muss ich mal gucken, wo die geblieben sind. Na hier, ist ja noch so ein Gelöbel. Jetzt diese Gelöt, diese Flipflops an. Ich habe nämlich noch neue. Fußnägel sind doch etwas zu kurz. Die waren wohl, also die habe ich wohl schon geschnitten, wo ich das gesehen habe. Ich denke, oh, ich habe die doch erst geschnitten. Aber die waren für mich trotzdem zu lang und dann habe ich sie abgeschnitten. Weiß ich auch nicht. DMSB-Handtuch? Nee, gar nicht wahr. DMSJ. DMSJ. So, jetzt nochmal eben die Haare richtig kämmen, weil die sehen echt scheiße oder die sehen nicht so gut aus für meine Verhältnisse, also für mich, weil das Ding ist, wenn ich die mir föhne und dabei kämme, also wenn ich föhne und kämme, dann sehen die gut aus, aber wenn ich die trocknen lasse, sehen die nicht so gut aus. Aber was soll ich machen? Was anderes kann ich nicht machen. Höchstens nochmal nass machen. Ich setze eh später eine Carry auf. Ist halt trotzdem scheiße. Ich mag das nicht, wenn die so scheiße aussehen. So, wir waren beim Essen, da habe ich nichts gefilmt. Ja, ich habe mir ein Foto gemacht mit einem anderen Handy. Ich muss das mal nachher rüber machen und dann da einfügen. Ja, auf jeden Fall sind wir dann kurz zur Rezeption. Meine Oma hat einen Safe-Schlüssel gekriegt oder wollte was für ein Safe haben, dass man da was rein tun kann. Also, er hat dann einen Schlüssel gekriegt. So, dann sind wir wieder hoch. Und sie hat nach dem Föhn gefragt, der soll hier im Zimmer sein. Hat sie bei sich in die Schublade geguckt, jo. Hier ist ja ein Föhn. Oh, wie toll. Der ist hier auch in der Schublade. So, ich habe Zähne geputzt. Vorher war ich kurz am Balkon. Dann war ich noch kurz am Handy und habe da was gemacht und jetzt, ja, nach dem Zähneputzen, ich wollte eigentlich schon rüber. Opa so, ich guck so rüber vom Balkon, an der Seite kann man so rüber gucken, ich guck da so hin. Er sagt, du wolltest nicht rüberkommen, ich sag, ich komm sofort.
Scheiße hier. Da unten, da geht's schon los. Dann kommt schon die halbe Decke raus. Ich fette ihn hier. Das ist ja blöd. Und die halbe Decke guckt von unten rauf. Ich lasse das jetzt einfach so. Hängt ein bisschen nach oben. Und ich gehe jetzt rüber. So, ich war drüben, wir waren Handtücher holen, Oma und ich. Dann waren wir wieder da, dann waren wir kurz drüben, jetzt wird Oma ins Wasser. Aber ich wollte jetzt nicht. Und jetzt sagte sie, ich soll mein Badezeug holen und mich einschmieren, dann gehen wir ins Wasser. Ich sage, ich will da jetzt nicht hin, soll sie doch da reingehen. Dann sagt sie, ja, was wollen wir denn dann machen? Ich habe eigentlich gar keine Lust, jetzt ins Wasser zu gehen, ne? Aber das merkt ich schon gar nicht mehr. Aber ich muss das ja unbedingt. Ey, das könnte mich doch aufregen, so. Das kotzt mich doch um. Ich will da nicht reingehen. Das war wie gestern Abend, ey. Die bestellt dann Salat vorab. Beim Kellner, für mich und für sich, sagt zu denen, wir wollen beide einen Salat und mein Opa will eine Suppe. So, und dann sage ich, ich will doch gar keinen Salat. Was soll ich denn damit? Und dann, weißt du, bescheuert. Ich kann nicht mal selber sagen, ich will das nicht. Nein, ich muss einen Salat essen. Und den habe ich nicht gegessen, den hat meine Oma gegessen. Hat ihm zwei gegessen, weil ich wollte den gar nicht. Anstatt, dass man was sagt, den. Anstatt, dass man mich fragt, hätte ich eine Suppe gegessen vorweg. So, wir waren ja unten. Meine Oma sagt dann so, ja, ich soll da wegkommen. Ich sage, ich will da nicht weg. Kann ich nicht da liegen bleiben? Nein, ich soll da wegkommen, sonst brate ich nachher nur. Und das Ding ist, ich kann mich ja wieder einkämen oder so. Gut, ich wollte das erst nicht, weil ich dachte so, ja, da ist doch noch was, mein Gott. Aber einmal reicht ja nicht, aber gut. Und dann gehen wir hoch und dann heißt es, so, ja, ich sag, was machen wir denn? Was habe ich gerade eben noch gesagt? Ach so, was machen wir jetzt eigentlich? Wir sitzen hier die ganze Zeit nur rum oder was? Und dann sagt mein Opa nur, ja, mach doch was. Mein Gott, geh doch irgendwo hin, guck was, mach was. Ich sag, kann ich ja nicht. Oder nee, ich so, ja, ich soll die ganze Zeit irgendwas machen, weißt du? Wenn meine Oma sagt, ich soll mitkommen, ich soll mich umziehen, ins Badehose, ich soll ins Wasser. So, das will ich nicht. Dann sagt mein Opa, ja, lass ihn doch, wenn er das nicht will. Ja, dann lege ich mich daneben in die Liege. So, dann sagt mein Opa, ich kann doch unten rumlaufen und so. Dann sage ich, ja, ich wollte ja unten liegen bleiben, aber durfte ich ja nicht. Ja, dann hätte ich ihm eingecremt und dann ist gut, dann bleibst du da liegen. Ich sage, ja, ich sollte da ja nicht liegen bleiben, ich sollte ja wieder aufstehen und sollte da ja weggehen, sage ich. Weißt du, ich darf da nicht liegen bleiben, ich soll da weggehen, weil ich hier eine Sonne brate. Wozu gibt's denn hier Sonnenspray in einem Schall? Weißt du, was soll der Mist? Das habe ich auch nicht ganz verstanden.
der Scheiß soll. Weiß ich. Ja, mein Instagram-Account, einer ist weg und so, ich krieg den nicht mehr wieder. Nein, Scheiß. Weil das irgendwie spinnt mein Handy. Auf einmal waren die Accounts weg. Ja, blöde Kacke hier. Aber ich habe ein paar wieder, aber nicht alle. Und ich weiß nicht mehr das Passwort. Scheiße. Und auch die E-Mail-Adresse, ich habe da irgendeine eingegeben mal, die es gar nicht mal gibt. Schlau. Ja, blöd wie Nachbars Arsch, ey. Ich hoffe, ich krieg das Video. Irgendwie. Meine Oma, die sitzt auf dem Balkon. Krieg ich gleich die Kiegel, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und denn auf meiner Liege sind Ameisen, denn unten krabbeln welche und ich sag, ich kann mich da nicht hinlegen. Und meine Oma sagt, ja, du geh doch zu den anderen denkst und so nicht. Wollte das aber nicht. Und dann, weil, da habe ich mich doch entschieden, mich unten zu setzen. Und da habe ich mich ein bisschen hingelegt und so. Und so weiter. Wir waren ja genug in der Sonne, sagt sie. Ja, mein Opa sagt, ich kann ja mal selber was machen, hier rumlatschen. Unten gibt es ja noch was zu trinken und dies und das, ja, schlau. Also wir sind hier im Urlaub und ich soll hier durch die Gegend latschen alleine. Wozu machen wir denn zusammen Urlaub, dass der eine am Computer sitzt, eine draußen am Balkon Buch liest oder was und ich laufe da draußen durch die Gegend. Schönen Tag noch. Ich meine, ich kenne mich hier nicht mal aus. Die waren hier schon öfter. Ich kenne mich hier noch gar nicht aus. So, ich bin zurück, find's ja. Das ist okay, das sieht man und dies und das. So, ich versuche jetzt nochmal meinen Instagram-Account wieder zu kriegen hier. Zumindest den. Den ich wieder haben will. Gibt's auch gerne. Den ich wieder haben möchte. Okay. Automatisch, das bringt doch nichts. Das Passwort ist doch falsch. Ich war die ganze Zeit am Handy und habe dann irgendwann gedacht, ich gehe mal baden. Ich mache sogar den Vorhang auf. Das warme Wasser und die Wärme und allem drum und dran. Und auf einmal fängt man hier an, das ist nicht mehr normal. Man wird auf einmal so warm und schwitzig und dies und das. Naja, ich mache erstmal hier auf. Auf einmal kommt mir das Ding hier entgegen. So wie heute Morgen. Alter, leck mich fett. Habe ich mich gerade erschrocken. So, ich bin jetzt fertig, also schon ewig, also was heißt ewig, aber wenn du hier drin bist, ne, puh, wie eine Sauna mit Baden, ne? Naja, auf jeden Fall, der Duschvorhang ist weg, weil ich habe aufgemacht, runtergerutscht, also so runtergefallen. Dann nochmal und dann habe ich den abgemacht. Und hab meine Oma mal Bescheid gesagt, also mein Opa angerufen, weil ich ja nicht angezogen war, weil Oma nicht ranging. Und dann hat Opa Oma Bescheid gesagt, dann kam Oma und hat nochmal geguckt, ob sie das festkriegt, aber die kriegt das auch nicht fest. Das liegt wahrscheinlich, weil das hier nass ist, Feuchtigkeit, weil hier ist ja kein Fenster und nichts. So, und dann hat sie halt das erstmal rausgeholt. Hier, weil sie das nicht festgekriegt hat, da draußen auf dem Balkon, weil alles nass. Und wenn das dann nicht geht, dann weiß ich auch nicht, weil das war halt alles klitschnass, der Vorhang.
Ah, hier habe ich mich, glaube ich, verbrannt. Weil ich habe mich zwar eingecremt, meine Oma sagte, ich soll mich nochmal eincremen. Ich sowieso, das hält doch noch. Oder irgendwas, sage ich. Ja, und hier sind Streifen, aber ich weiß nicht, ob das verbrannt ist oder wovon das kommt. Weil da Blättern sind, ne? Das tut doch nicht weh. Keine Ahnung. Ich habe mich aber eingecremt. Naja, egal. Ich ziehe mich jetzt eben wieder an. Also was heißt wieder? Also ich ziehe mir mal ein anderes T-Shirt an. Das ist klitschnass gewesen vorhin. Was ich aber vorher. Jetzt wieder meine Hose an. Meine Flipflops und. Oh, da kam noch was raus. Ich hab total vergessen, dass die da drin steckt. Hier im laufenden Band, ey. Es gibt es doch wohl nicht. Das ist mit dem Haare füllen. Ja, vorhin, ich weiß nicht mehr, was ich vorher aufgenommen habe. Auf jeden Fall, ich war noch drüben bei meinen Großeltern, dann sind wir losgegangen zum Essen. Haben Abend gegessen. Und nach dem Abendessen sind wir jetzt hier hin. Und meine Großeltern sind auf Toilette beide. Und ich warte hier. So, wir waren jetzt bei Oma und Opa da drüben im Zimmer, haben gerade eben, also jetzt ist es 23:37, haben Speedway of Nations 2 geguckt, U21, über Discovery Plus da, und dann haben wir noch was anderes kurz geguckt und so weiter. Deutschland wurde Sechster, die meisten Punkte hat eingefahren Norik Blöder. Und dann haben die halt immer Patrick Hayek und Johnny Wienand immer hin und her getauscht zwischen Johnny, der Zweite, und Reservefahrer. Für mich, weiß ich nicht, also für mich hat Patrick den besseren Fahrstil gehabt, beziehungsweise besseren Eindruck gemacht und war für mich besser. Ja, gut, Norik hätte auch ein paar Punkte mehr haben können. Ich meine, gut, er hat gewonnen und zweite Plätze. Aber der hätte auch ein paar Läufe mehr gewinnen können. Aber gut, man kann nicht alles. Ne? Man kann nicht alles. Er hat alles gegeben, wie immer. Genau, was soll er sonst noch machen? So, ich gehe gleich auch irgendwann pennen. Meine Oma, die war hier vorhin, hat hier Fernsehen geguckt und dann ist er aber wieder rübergekommen.
Und ich werde mich jetzt hier gleich fertig machen. Dann werde ich in der Falle gehen, um 8:30 aufstehen. Ja, 8:30 aufstehen, nee, schon eh auf, weil 8:30 wieder frühstücken. So, ich habe meinen Speicherplatz frei gemacht und zwar habe ich was gelöscht, wo ich meinen TikTok zugemacht habe, aber nicht alles mit reingepackt habe und so, das war halt so eine Reise, da bin ich irgendwo hingefahren, dann zu Fuß gelaufen, mit Zug gefahren, mit Bus gefahren und so weiter und war irgendwo im Gewerbegebiet gelandet und ja, auf jeden Fall, das habe ich als Vlog gemacht, aber das wollte ich dann nicht behalten, weil Quatsch eigentlich. Weiß ich nicht. Ich habe das jetzt einfach gelöscht. Was weiß ich. Wen interessiert das, ob ich eine Reise mache alleine und bin da und da, dann bin ich im Gewerbegebiet und dann fahre ich mit dem Bus und mit dem Zug und dann bin ich wieder da, wo ich hin muss und dann fahre ich wieder zurück und hole mir ein Energy. Weiß ich nicht. So, warte mal. 23:56. Ich werde mich jetzt ins Bett begeben hier. Kann ich schon mal anmachen? Also ich habe halt, ich weiß nicht, wann ich angefangen habe zu filmen, aber ich habe auf jeden Fall gefilmt, dass ich im Gewerbegebiet war. Gut, das sehe ich auch im TikTok noch, aber den Rest, was sollte das da rein? Ja, ich sitze im Zug. Ja, dann habe ich mir ein Energy gekauft. Dann war ich im Hauptbahnhof und habe irgendwas vorhergesabbelt. Und das war einfach auf dem Donnerstag. Ich bin einfach nach der Schule, hatte ich eh nichts mehr nach Mittag. Essen und dann bin ich einfach mal spontan los. Ich war dann noch kurz bei Kaufland, hab was geholt, also was zu trinken und ich glaube auch Brötchen und hab dann noch was geguckt und so und dann bin ich an den einen Club vorbei, dann bin ich da lang und also da bei Baustelle um zu und dann da durch und da und dann war ich da beim Bahnhof, dann bin ich noch mit dem Zug wieder zurück. Und bin einmal auch noch mit dem Bus gefahren. Und bin da und da ausgestiegen, weil der nicht weiterfährt. Doch weiter schon, aber der hält da und da nicht. Und was weiß ich, wegen Baustelle oder so. Und dann bin ich halt den Rest mit dem Zug. Ja. Naja, gut. Brauche ich jetzt auch nicht. Aber was soll ich damit? Ob ich das nun als Vlog hochlade oder als Erinnerung behalte? Oh, ich bin da und da gewesen, bin da und da lang gefahren. Ich meine, ein normaler Mensch, der keine Videos macht, so wie ich, der behält sich das auch nicht oder filmt das auch nicht oder macht da auch keine Videos von. Vielleicht ein bisschen von der Gegend mal was filmen, ja. Toll. Oder mal ein Foto von machen, so sagen wir es mal so. Wenn da irgendwas Schönes ist, ja. Aber sonst, der sammelt doch auch nicht mit sich selbst. Mit der Kamera. Ja, ich warte jetzt auf den Bus, ich warte jetzt hier, warte jetzt da, weiß nicht, wo ich bin. Ja, ich bin irgendwo hingelaufen, wo es auch nicht, wo ich war. Ich war irgendwo im Gewerbegebiet gelandet. So. Ich muss noch was morgen, bevor ich schlafen gehe, morgen Abend noch was. Und morgen früh mache ich das schnell, noch was fertig machen. Das ist nicht vergessen. Noch ein Video machen. Schneiden. Ich habe zwar 5 und muss mir noch eben Wecker stehen. Ja, die Stange da, ne? Meine Oma ist ja unten gewesen, hat da was gesagt. Was will ich wohl denn machen? Stange da. Mhm. Sonst wird sie festig. Wird sie festgekriegt. Die Bäume. So.
Wieder um 8:30. Junge, wir sind die Tick, die Accounts weg. Scheiße. Mach ich jetzt bei Instagram? Wie kriege ich die denn wieder? Oder den ein? Na gut, ich poste da so gut wie gar nichts eigentlich. Aber es ist blöd, dass der weg ist. Zu Weihnachten oder so, ja. Oder zu Ostern oder so. Klingelt in 7 Stunden und 20 Minuten. Weil ich habe auf 21 nachgemacht. Das ist scheiße, dass ich den Account nicht, wahrscheinlich nicht wiederkriege. Oder ich muss irgendwie gucken, wie ich das mache. Dass ich den wiederkriege. Ich muss mich daran erinnern, wie das Passwort war, vergessen. Und sonst muss ich halt gucken, ich hatte meiner Mutter das mal gegeben. Und also hat meine Mutter da den Account auf ihr Handy gemacht. Ich weiß nicht, ob die den noch hat. Ich denke nicht, weil sonst könnte man nämlich eine andere Lösung finden. Und den anderen Speedway, Faszination Speedway auf Instagram habe ich auch nicht. Auf einmal gingen alle meine Instagram-Accounts weg. Zum Glück habe ich noch welche wiedergekriegt. So, weil ich weiß bei manchen die Dings nicht mehr. Klar, da springt dann automatisch Dings. Dann habe ich da was gemacht und deswegen. Ja, mal gucken, wie das funktioniert. Hier, die kann den Müll schmeißen. Hier ist kein Pfand drauf. So, ich ziehe mich jetzt gleich um. Aber ich will vorher noch mal eben Zähne putzen. Hoffentlich geht das morgen nicht wieder los, dass die Scheiße abgeht da. Jetzt haben sie es ja wieder festgemacht. Meine Oma ist an meinem hingegangen. Ich hätte ja auch selber hingehen können. Aber meine Oma wollte die ganze Zeit wissen, wie das eine Wort heißt, hat es gegoogelt und hat gesagt, die geht dahin. Meine Oma geht halt immer zur Rezeption. Na gut, ich bin ja auch ne. Ich hätte ja auch selber hingehen können. Jetzt haben wir übrigens einen Fehler gefunden. Hier neben dem da, ist ja der Schalter. Und der war das Problem, dass hier das Licht geleuchtet hatte und hier drinnen, das blaue, ist einfach nur, dass es halt nicht das große Licht braucht.
die Helligkeit ist, sondern abgedämmt ist. Mit der Helligkeit, wenn du gerade aufstehst und auf Klo gehst oder keine Ahnung, weswegen du aufstehst, dann hast du nicht so das helle Licht. Und so, dann hast du so das Licht. Ja, das mit dem Account ist ein bisschen blöd. Ich hoffe, ich kriege den noch wieder. Ich habe da schon... Das ist so scheiße. Wenn ich den nicht wieder kriege, ne? Das wäre für mich echt blöd. Dann muss ich gucken, wie ich das mache. Irgendwie muss ich den wieder kriegen. Beide eigentlich. Scheiße. Der eine ist noch schlimmer. Ach, jetzt ist hier das Licht nochmal. Lelelelelele.